In den inzwischen über 25 Jahren seit dem ersten Sonic the Hedgehog wurde die Serie ständig um die verschiedensten Charaktere ergänzt. Einige werden geliebt, einige werden gehasst. Einige Teile der Reihe haben profitiert, andere stark gelitten, wodurch für manche Leute sogar die Nebencharaktere ein Grund für die Schwächen der Sonic-Teile seit Adventure oder sogar seit Sonic und Knuckles sind. Das hat mitunter dazu geführt, dass Sonic Team die Rollen von vielen Charakteren wieder stark reduziert hat, wenn sie denn überhaupt auftauchen. Gehen wir ganz an den Anfang. Oder zumindest fast an den Anfang, denn der erste wichtige Neuzugang war Tails im zweiten Sonic the Hedgehog. Sowohl Sonic als auch Tails waren spielbar, waren aber spielerisch identisch. Tails ermöglichte außerdem den Beitritt eines zweiten Spielers, womit er sich seine Daseinsberechtigung verdiente. In Sonic 3 erhielt Tails außerdem die Fähigkeit zu fliegen, wodurch er sich mechanisch von Sonic wortwörtlich abhob. Sonic und Knuckles bot die Möglichkeit, die Cartridge mit denen von Sonic 2 und 3 zu kombinieren. So konnte man unter anderem die Level der beiden älteren Titel mit Knuckles spielen oder die Sonic und Knuckles Level mit Tails. Knuckles war zwar langsamer und konnte nicht so hoch springen, dafür aber gleiten und an den meisten Wänden hochklettern. So spielten sich alle drei Charaktere grundsätzlich ähnlich, aber Tails und Knuckles konnten Wege und Abkürzungen nehmen, die Sonic verwehrt blieben. Zeitsprung ins Jahr 1998. In diesem Jahr wurde Sonic Adventure released. Dieses Spiel bot gleich 6 spielbare Charaktere, die sich viele Level teilten, sie aber auf unterschiedliche Weisen bewältigten. Sonic blieb dabei wie gewohnt, erreiche das Ziel so schnell wie möglich. Tails hatte überwiegend die gleichen Level, musste aber das Ziel vor Sonic erreichen. Da er, was pure Geschwindigkeit betrifft, mit Sonic nicht mithalten kann, musste Tails seine Flugfähigkeit nutzen, um Abkürzungen zu finden. Knuckles musste in jedem Level 3 Stücke des Master Emeralds finden. Hier ging es also darum, die Level, die man zuvor mit Sonic und Tails gespielt hatte, genauer zu erkunden. Amy war zuvor bereits in Sonic CD eingeführt worden, wurde aber für Sonic Adventure neu designt und war hier zum ersten Mal in einem Teil der Hauptreihe spielbar. Auch sie hatte wieder ein Ziel zu erreichen, wurde dabei aber verfolgt. Als E102 Gamma lief man praktisch nur durch die Level und schoss auf alles, was die Zielerfassung markieren konnte. Und berüchtigt wurde Big the Cat, da sein Ziel in jedem Level darin bestand, seinen Freund Froggy den Frosch zu retten, wozu man angeln musste. Sonic, Tails und Knuckles hatten hier definitiv ihre Daseinsberechtigung. Amy spannte den Bogen schon sehr weit, da man die Level und die Geschichte so langsam bereits kannte. Gamma war zwar unkompliziert und schmerzlos, aber hatte schon nicht mehr viel mit den vorherigen 4 Charakteren und ihren Spielweisen zu tun. Bigs Level war nur noch frustrierend, was okay gewesen wäre, wären seine Level nicht genauso verpflichtend gewesen wie alle anderen, um auch das Ende des Spiels sehen zu können. 3 Jahre später, zu Sonics 10. Geburtstag, erschien Sonic Adventure 2. Hier wurden die Charaktere und die Aufteilung der Geschichte anders gehandhabt. Die Hero-Seite bestand aus Sonic, Tails und Knuckles, während die Dark-Seite die beiden Neuzugänge Shadow und Rouge sowie Dr. Eggman als spielbare Charaktere enthielt. Wie im Vorgänger mussten beide Seiten abgeschlossen werden, bevor die Last Story freigeschaltet wurde. Sonic und Shadow, Tails und Eggman sowie Knuckles und Rouge fungierten als Gegenstücke zueinander und spielten sich daher identisch. Dies ging sehr zulasten von Tails, der nun wie Eggman einen Mech durch die Level steuerte, wodurch sich beide ähnlich wie Gamma im Vorgänger spielten. Sonic und Shadow waren abgesehen von den technischen Eigenheiten des Spiels gut umgesetzt, auch wenn Shadows letztes Level einfach nur verbuggt war. Knuckles und Rouge machten sich erneut auf die Suche nach den Splittern des Master Emeralds, aber leider mit genervten Werkzeugen. So mussten die Splitter nun in einer bestimmten Reihenfolge gefunden werden, oder zumindest zeigte einem das Spiel immer nur die Nähe zu einem bestimmten Splitter an. Bei Leveln, die stark in die Vertikale gingen, versagte außerdem oft die Kamera, was die Suche umso mehr erschwerte. Problematisch war auch, dass sich die Charaktere nicht länger die Level teilten. Das bedeutete zwar, dass sie dafür speziell auf den jeweiligen Charakter zugeschnitten werden konnten, allerdings konnte man dadurch auch den Charakter nicht frei wählen. Für die Leute, die wirklich nur an Sonics und Shadows Spielstil interessiert waren, waren dadurch etwa 2/3 der Level völlig wertlos. Da ich Sonic Heroes nicht selbst spielen konnte, kann ich hierzu nicht viel sagen. Allerdings weiß ich, dass man auch dieses Spiel mit allen Teams und damit 4-mal durchspielen musste, um das Ende sehen zu können. Das 4. Team waren die meiner Meinung nach überflüssigen Chaotics, welche von mir aus einen eigenen Spin-Off haben können, aber in Sonics Spielen einfach nur stören. Letztes großes Beispiel wird Sonic 06 sein, welches 3 spielbare Hauptcharaktere bot. Sonic, Shadow und Neuzugang Silver. Alle 3 hatten auch noch je 2 Sidekicks, die sie in einzelnen Levelabschnitten ablösten, und auch die 3 Hauptcharaktere hatten gelegentlich Gastauftritte als spielbare Charaktere in den Kampagnen der anderen. Ich muss euch wahrscheinlich nicht erzählen, was für ein kaputtes Bugfest Sonic 06 war, aber es war nun mal auf eine Art Sonic Adventure 3, weshalb ich den Vergleich einfach ziehen muss. Alle Hauptcharaktere durchliefen wieder die gleichen Level, wenn auch in einer anderen Reihenfolge und nicht die gleichen Abschnitte. Die Nebencharaktere hatten ihre Auftritte, waren aber nicht von sich aus störend. Das kam viel eher daher, dass alle Charaktere, abgesehen vielleicht von Blaze, entweder unter schweren Bugs oder nicht zu Ende gedachtem Design litten. Sonic, Shadow und Blaze litten vor allem an Bugs in den Leveln, insbesondere Sonic in seinen Max-Speed-Sequenzen.
Silver war vor allem in den Bosskämpfen gegen die anderen Igel schlecht balanciert, was sich auch im Mehrspielermodus bemerkbar machte. Omega fehlte eine Zielerfassung, Tails Flugfähigkeit hielt mal länger, mal kürzer, Amy hatte kaum brauchbare Fähigkeiten und Knuckles sowie Rouge konnten zwar wieder klettern, klebten dann aber oft an der Wand fest. Und das war nur die Spitze des Eisbergs. Fügt dann noch Kameraprobleme, nicht funktionierende Levelelemente sowie eine komische Mensch-Igel-Romanze hinzu und die Katastrophe war komplett. Seitdem sind die Nebencharaktere viel weniger präsent und noch seltener spielbar. Die letzten spielbaren Auftritte von Knuckles, Shadow und Blaze waren in Sonic und der Schwarze Ritter, und da traten sie als Ritter der Tafelrunde auf. Hier funktionierte dies aber auch, da alle Level in der zweiten Hälfte des Spiels dem Spieler die Wahl boten und sich alle Charaktere ähnlich genug spielten, dass zumindest theoretisch jeder jedes Level absolvieren konnte. Die freie Wahl verhinderte außerdem, dass Sonic zum Gast in seinem eigenen Spiel wurde. Und es zeigt sich auch in der Charakterisierung. Sonic Boom machte aus Knuckles einen hirntoten Analphabeten und aus Shadow einen klischeehaften Möchtegern-Bösewicht. In Sonic Generations fordert Shadow Sonic ohne besonderen Grund zu einem Duell heraus, was man auch mit Verwirrung hätte erklären können, da sowieso alle Charaktere in der Zeit verstreut waren. Und wenn man das Finale von Sonic Adventure 2 oder Sonic 06 mit dem von Generations vergleicht, wird es umso lächerlicher. Ich finde es einfach nicht glaubhaft, dass Charaktere mit eigenen Superformen über Modern und Classic Sonic zujubeln und mehr oder weniger hilfreiche Tipps geben, als selbst gegen den Time Eater zu kämpfen. Das hätte auf jeden Fall einen interessanteren Bosskampf abgegeben, als Sonic Generations ihn letztendlich hatte. Was können wir hieraus also lernen? Meiner Einschätzung nach haben spielbare Nebencharaktere immer dann funktioniert, wenn folgende Voraussetzungen gegeben waren. Erstens, die Charaktere müssen sich grundsätzlich ähnlich spielen. So ist der Wechsel zwischen den Charakteren keine große Umstellung. Es sorgt außerdem dafür, dass sich die Charaktere ihre Level teilen können und nur bestimmte Abschnitte speziell auf die Eigenschaften eines Charakters angepasst werden müssen. Zweitens, Geschwindigkeit muss weiterhin eine Rolle spielen. Zugegebenermaßen war dies bei Knuckles weniger der Fall, aber auch er ließ ein schnelles Spielen zu. Die Kunst hier war es, Geschwindigkeit und gründliche Erkundung perfekt zu mischen. Silvers Gameplay in 06 hatte nicht mehr wirklich was mit Geschwindigkeit zu tun, obwohl er den Cutscenes mithilfe seiner telekinetischen Fähigkeiten zumindest schnell fliegen konnte. Ich glaube, dass es durchaus möglich gewesen wäre, ihn auf seine eigene Weise schnell sein zu lassen, so wie es in Adventure auch mit Tails gelungen war. Drittens, der Spieler muss die Wahl haben. Dies haben Sonic 2, 3, Sonic und Knuckles sowie Sonic und der Schwarze Ritter meiner Meinung nach perfekt gelöst. Wer ein reines Sonic-Spiel haben wollte, bekam eins. Wer die anderen Charaktere ausprobieren wollte, konnte dies ebenfalls tun. Sonic 06 integrierte die Sidekicks grundsätzlich auch gut, wären da die Bugs und Designfehler nicht gewesen. Wären nur 6 bugfrei und perfekt designt gewesen, wären die Sidekicks im besten Fall eine willkommene Abwechslung und im schlimmsten Fall eine kurze Unterbrechung des gewohnten Spielflusses gewesen. Aber vielleicht am wichtigsten wäre es festzulegen, wie ein Sonic-Spiel grundsätzlich sein sollte. Die Qualitätsschwankungen der einzelnen Titel lassen sich oft auch darauf zurückführen, dass Sonic Team dazu neigt, funktionierende Konzepte nicht weiterzuverwenden. Zuletzt sahen wir dies mit dem Unleashed Gameplay, welches mit Colors und Generations verfeinert wurde, um es dann mit Lost World und Sonic Boom wieder über Bord zu werfen. Ich hoffe, dass sich Sonic Team mit Sonic Forces, wenn es denn gut wird, endlich festlegt und sich danach wieder traut, Tails, Knuckles und Konsorten so spielbar zu machen, als auch wieder mit größeren Rollen in den Geschichten zu betrauen.